Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore. Ja, so sieht's aus und wir sind jetzt wieder hier heute in dieser Folge angelangt. Und ja, ich ein bisschen Hühnchen sterben immer hier, wenn ich mich einlogge in dieser Welt. Verstehe ich nicht ganz zeitenweise, aber ist schon okay. So wie das ist und ja, ich glaube, das müsste so funktionieren, genau. Und raus damit. Sehr schön. Hühnchen wieder hier. Das packe ich mal hier rein. Denn man weiß nie, wann man seine neuen Hühnchen braucht, ne? Und ich werde mal einen Hühnchenstall bauen. Einen größeren. Dafür habe ich jetzt mal ein bisschen Cobblestone. Oder? Ne, Hühnchenstall vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall sorgen, dass ich immer genug Essen habe. Und ja, das wird halt ein bisschen schwierig. Wie sieht es hier unten aus? Hier fängt es schon langsam an zu wachsen. Kein Problem, hier ist auch schon was gewachsen. Finde ich gut. Kann ich gleich wieder ein neues anpflanzen. Das wird erstmal ein Weilchen so gehen hier. Und das hier sieht noch nicht schön aus. Ich habe mir gedacht, vielleicht sogar hole ich mir... ich weiß nicht, aber ich gehe vielleicht nach unten in die Höhle etwas wieder. Um vielleicht ein bisschen zu erkunden. Diese Höhle da drüben sieht sehr spannend aus. Ach, ich brauche noch ein paar Fackeln mehr dafür. Ich verschwende schon wieder ein bisschen Essen, wenn ich hier hin und her renne die ganze Zeit. Nehme natürlich damit ein bisschen Eisen mit. Holz lasse ich, ist egal eigentlich, mitnehme. Denn wenn ich sterbe, ist es sowieso vorbei. Sowieso. Und ein bisschen Kohle noch dazu. Und habe ich einen Pfeil und Bogen schon eigentlich? Einen Pfeil. Ja. Das ist die glorreiche Ausbeute. Ah, naja. Naja. Egal, ich werde einfach mal in die Höhle aufbrechen da drüben. Gucken, wohin die hinführt. Vielleicht geht die ein bisschen tiefer. Wäre nicht schlecht, aber ich möchte zumindest diese Höhle dann schon mal ausgeleuchtet haben. Ja, da kommt schon das Skelett. Da kommt schon das Skelett entgegen. Deswegen wird die Höhle schon mal sehr lustig werden hier. Ah, er hat mich einmal getroffen, aber es macht nichts. Hat so gut wie keinen Schaden gemacht. Oder sogar gar keinen. Außer der Tick war gerade günstig und hat nur ein halbes Herzchen gemacht. Aber hier haben wir gleich Kohle. Was sehr gut ist. Denn das können wir gut gebrauchen. Und es... kommt natürlich auch darauf an, dass ich viele EP damit bekomme, XP damit bekomme. Und dann bin ich Level 30 wieder näher und ich den ganzen Skelettknochen. Boah, kann ich mir früher oder später dann auch noch ein oder andere genehmigen. Wow, da ist direkt eine Spinne, die erstmal nicht reagiert und mich dann im Aug-Duell dann anfängt zum Angreifen hier. Also man merkt schon, hier sind Monster drinnen. Hier gibt es Action. Ich weiß, ich habe das Eisen nicht übersehen. Ich wollte nur noch mal überprüfen. Ein bisschen weitflächiger ausleuchten erstmal. Ist hier vielleicht nicht so dunkel. Ich pack die Fackel vorerst mal hier hin. Mach das dann wieder zu. Denn es kann ja schnell mal zu dunkel werden. Und da, apropos zu dunkel werden, da kommt schon ein Creeper. Das ist nicht sehr freundlich. So. Jetzt Entscheidung zwischen links und rechts. Ich werde jetzt mal hier lang gehen, ein bisschen ausleuchten erstmal wieder. Und dann das Eisen hier holen. Denn Eisen werden wir noch einiges brauchen in Form von Amboss, Rüstung, Werkzeuge und. Und natürlich auch dann, falls wir dann den Wither beschwören, brauchen wir vielleicht noch irgendwie... Ja, mit Eisen weiß ich jetzt nicht, aber egal. Auf jeden Fall brauchen wir viel Eisen. Das ist schon mal klar. Okay. Erstmal wieder die Kohle hier abbauen, denn das ist, glaube ich, jetzt auch sehr wichtig. Fackeln schmelzen, etc., etc. Hinten und vorne braucht man immer wieder mal Kohle. Aber ich glaube, mehr als wie 2 Stacks werden wir das ganze Spiel eh nicht brauchen. Also... oder? Keine Ahnung. Aber ich gehe das jetzt ganz gechillt mal an. Ich werde jetzt einfach mal meine
Sachen sammeln und meine Bude ausbauen und quasi eine Essensgrundlage sorgen. Und Papier habe ich ja auch schon die Grundlage dafür geschaffen. Ich brauche nur noch eine Lederfarm. Das heißt, ich brauche Pferde. Das heißt, ich brauche Karotten. Ne, warte mal. Da muss ich mich nochmal informieren, wie man Pferde züchten kann. War das Weizen oder Karotten? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Oder waren es sogar Äpfel? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Hier geht es nur nach oben. Dafür haben wir noch als kleinen Trostpreis hier einen Eisenader gefunden. Netter Trostpreis. Finde ich immer wieder gerne. So. Denn wir haben ja schon wieder mehr oder weniger fast das ganze Eisen aufgebraucht, das wir letztens gefunden haben. Hier geht es auch noch weiter. Geht sogar tiefer weiter. Okay. Das nehme ich. Das nehme ich in Kauf. So. Machen wir das so. Okay. Da geht's auch weiter. Ich gehe mal in diese Richtung. Hier ist schon Lava. Hier ist auch Wasser. Okay. Ich mach das mal so. Und nehme diesen Eimer Wasser lieber mit. Hab dafür den hier weniger. War vielleicht nicht so das Klügste. Geht's auch nochmal weiter. Hier ist auch tatsächlich Lava. Und zwar gar nicht mal so wenig, wenn ich das bemerken darf, so. Anmerken darf. Kein Diamant. Aber wir haben zumindest eine Quelle für viel Obsidian. Wenn das nicht schon mal Grund zur Freude ist, weiß ich auch nicht. Wir haben hier zumindest mal schon eine Obsidian-reife Farm. Und ja, wir müssen nur mal Diamanten finden. Dann kann das spaßige Minen hier ja fortgehen. Oder weitergeführt werden. Oder anfangen ist überhaupt, wie auch immer. Das sehen kann. Okay, hier geht's weiter runter. Hier ist Lava. Da mache ich das erstmal so, dass ich die Lava hier erstmal wegmache. Ganz gechillt. Da unten ist ein Creeper. Nicht so cool. In der Tat überhaupt gar nicht. Na, ich baue das erstmal zu hier auch. Damit es quasi nicht weiter fließt. Ah, hier geht noch ein bisschen was raus. Okay, alles klar. Das müsste jetzt ablaufen. So ist es auch. Haben wir zwar viel Cobblestone überall. Ah, hier ist sogar Gold. Schau, schau. Was dann das Tageslicht wieder zum Vorschein bringt. Unglaublich. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Dann erstmal das Gold holen, ne? Bevor wir da tiefer reingehen zu dem Creeper hier unten, zu dem freundlich aussehenden Typen. Ich hoffe, der sieht uns nicht, wenn wir hier stehen. Ah, doch. Kommt er nicht her? Traut dem Gesellen nicht. Ah, schade, kommt er schon, der kleine Leicher. Ja, war jetzt zwar nicht gerade notwendig, denn wir könnten gut TNT brauchen. Ich habe mir da vielleicht schon eine kleine Strategie gegen den Widder zurechtgelegt, dass der diese mit dem TNT besiegt. Mal schauen. Ich muss nur schauen, wie lange der Widder braucht, sich aufzubauen. Ich könnte den dann mit TNT besiegen. Mit einer kleinen Zeitverzögerung eben. Wenn ich den eigentlich mit TNT umbaue. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich bin neugierig, ob das funktioniert. Irgendwie so habe ich mir das vor eingerichtet, dass das eventuell klappen könnte. Aber mal schauen. Mal gucken. Weil erst kommt eine riesige Explosion, wenn der spawnt. Und das könnte man dann auch gleich ausnutzen und verdammt. Ja, da ist das Gold weggesprengt, aber nicht alles, Gott sei Dank. Kohle habe ich schon einen Stack wieder. Werde ich jetzt noch ein bisschen mitnehmen hier erstmal. Dieser Quelle, hier ist noch Eisen. Nehme ich das auch noch mit. Und dann gucken wir mal in diesen Teil der Höhle. Hier scheint so ein Dead End zu sein. Wow.
Und wo kommt der Genosse denn schon wieder her? Wahnsinn, wo kommen die denn immer her? Ah. Hier ist irgendwo noch eine Höhle nebenan. Ich glaube, ich bewege mich in die richtige Richtung. Ich kann das nie sagen, genau. Oder auch nicht. Naja. Wie auch immer. Erstmal zubauen. Ja, Eisen ist noch hier, sehr schön. Und die Frage ist halt, auf welcher Höhe wir sind, aber ich glaube, wir sind noch nicht auf Diamantenniveau. Wenn ich das jetzt so einschätzen könnte. Den Redstone habe ich auch noch ganz gefunden. Dann gucke ich mal ganz vorsichtig mal so nach. Ja, 24, ein bisschen tiefer müssen wir dann noch. Das werde ich auch machen. Wenn hier vielleicht nochmal die Monster schreien. Hör ich irgendwas? Ja, ich gehe also in die richtige Richtung, das weiß ich. Das kann ich beurteilen, ja, aber weit noch. Größere Frage. Oh. Oh, eine spaltige Spalte. Sehr schön. In der Tat sehr schön. 24 Stöckerchen und 1,5 Stacks Fackeln. Werden wir uns mal ganz dezent den Ausgang markieren. Ich dachte, es sind Emeralds, aber es ist ein Creeper. Ja, der fast unscheinbare Unterschied. Außer dass ich eine eventuell töten möchte. So, lieber Creeper, ich weiß, dass du da oben bist. Du kannst dich verstecken, wie du willst. Ah, komm du. So erwische ich dich nicht. Warum? Kannst mich mal. Du kannst mich mal echt gern haben, Creeper. Du kannst mich mal. Oder warte, warte. Ah, so geht das auch. So geht das auch sicher und safe. Was beides prinzipiell das gleiche ist. So. Gut, dass wir noch Ersatz mit haben. Denn ich wusste, dass er das kommen wird und ich sehe gerade, dass meine Essensanzeige etwas schrumpft ist und ich esse mal ein Schweinefleisch zwischendurch, damit es nicht weiter sinkt. Ich versuche hier mittlerweile, hau mich hier so mal rein und baue das hier erstmal zu Ende. Ich höre eine Spinne, nur wo? Das ist die große Frage. Wo ist denn die? Ich glaube, die ist über mir. Nein. Nein. Okay. Gut. Okay. Ich bin hier jetzt unten. Ich höre eine Spinne, ich weiß nicht wo. Hab hier mal Redstone auch geholt. Bin hier ziemlich gefährlich unterwegs, weil ziemlich nah von mir ist eine Spinne und die mich von oben angreift, wäre das ziemlich ungünstig. Aber ich sehe die auch nicht. Auf jeden Fall hier viel Wasser. Dann muss ich das mal eingrenzen hier. Das Ganze. Ah. Hier einmal da. Wow, da ist so viel Wasser hier. Gold ist auch hier. Okay.
geht jetzt auch weg. Mal. Das war fast schon klar. Kommt es hier weg auch. Immer wieder mal umsehen. Denn wenn ich die ganzen Leuchtmöglichkeiten wegmache, wird ganz schnell finster. Das wollen wir ja nicht. Also. Hier ist schon mal Redstone. Redstone brauche ich eh für meine Tränke. Vielleicht noch für die eine oder andere gewinkelte Konstruktion, um das hier Ganze durchzustehen. Mal gucken. So. Und mal wieder. Nämlich in Form von Wasser. Ganz tolle Sache. Kann ich nur jedem empfehlen. Jeder sollte es mal gemacht haben. Ah, hier ist das Problem dran. So. Schafft. Wegbauen, das ist nämlich Bedeutung. Ich möchte irgendwie Diamanten finden. Nur mögen die Diamanten mich gerade nicht finden. Wie schade ist. Aber es kann sich ja noch ändern. Ne? Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Das war wieder eine Fackel zu viel. Fackel, danke. Auch nochmal eine ran. Und jetzt sind wir dann schon langsam wieder in einem gefährlichen Bereich. Ich habe es jetzt unnötig zugebaut. Aber... Diese Lavalampe gefällt mir ganz und gar nicht. Werde ich mir mal quasi in einen sicheren Weg anlegen. Nicht, dass ich noch versehentlich in Lava falle. Wäre ja nicht auszudenken, was dann passieren würde. Da werde ich wahrscheinlich natürlich erstmal verrecken. Andererseits wieder nicht so super wäre. Nein, nein, nein. Können wir da mehr machen. Mal rundherum. Wups, die Wups. Wir schauen auf der anderen Seite. Diese Spalte. Ja. Das Problem ist keine Diamantensicht. Weder hier noch dort. Das ist der reiner selbst. Und ich rede jetzt in Reimen. Denn, mir fällt irgendwas mit Keimen. Ja, versuchen zu reimen. Aber naja, das ist wirklich mein Metier, sage ich jetzt mal. Das ist nicht wirklich meins. Und ja, Gold ist zwar dann noch oben. Und nicht. Brauche ich nicht wirklich. Ich würde sagen, ich habe vorhin hier noch Stimmen gehört aus dem Jenseits. Also von Spinnern. Ah, ich kann das zumachen. Das mache ich. Und. Ja, dann gehe ich mal hier wieder raus. Erstmal. Das erste. Und suche weiter nach Diamanten. Aber auf einem anderen Weg diesmal. Vielleicht nicht krass so viel rennen. Aber zumindest nicht so viel springen. Wird uns aber nichts überbleiben. Wow, hier ist echt finster. Gleich aufgefallen. So. Wieder nach oben. Bin hier rausgekommen. Ja komm, ich habe jetzt keinen Bock nach oben zu gehen hier bei einem finsteren Weg. Wo ich mich nicht auskenne und ich gehe jetzt mal hier runter. Hier ist nichts. Okay. Also total nützlich, dieser Weg hier nach unten. Verstehe, verstehe, verstehe. Muss ich doch glatt hier hochgehen und das ist der andere Weg. Oder? Ja, das ist der andere Weg. Oh, dann... Passt das ja wirklich wieder schon mit dieser Höhle. Dann gehe ich schnell nach oben.
Dann gehe ich noch fix. Und da kommt schon wieder so eine Spinne, so eine dämliche. Nicht mögen. What? Hallo Spinne. Bitte gehen Sie weg. Wäre sehr freundlich, wenn Sie weggehen würden. Okay, dann komme ich Ihnen halt entgegen. Okay. Habe ich eine Abzweigung verpasst? Anscheinend ja. Oder? Komme ich hier nach oben? Hier müsste ich nach oben kommen. Hier müsste ich rauskommen, und so ist es auch. Gut, dann mal meinen Weg hier raus, ne? Ein Ding. Und es ist sogar Tag. Nicht, dann bessere Frage. Hallo? Hallo? Ja, ich bin auf der anderen Seite des Berges. Sieht interessant aus. Verdammt. Bin ich nur gelandet. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist natürlich jetzt blöd. Ah. Waren die Höhle nochmal hier? Okay. Ich nochmal zurück, wo ich herkam. Kam ich von da oben. Hier ist schon wieder eine Spinne. Hier sind zwei Spinnen. Ist hier ein Spawner? Spawner, Fragezeichen? Ich weiß nicht. Oh, ihr habt eine Karotte getroppt, der Zombie. Eine Karotte getroppt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Er hat eine Karotte gedroppt. Das heißt, wir können eine Pferde tatsächlich suchen. Oder anlocken zumindest. Ah, hier ist noch eine Höhle. Alles klar. Egal, ich würde sagen, bevor wir nach Hause gehen, zwar das nächste Mal, buddel ich mich hier mal ganz fix ein. Und sagt dann danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin. Schön brav weiter.